übrigens die wirklich wahren Wunderwaffen gegen Fake News. Auch deine Raben für ich rausche mit Unversehntorschaft sind ich dir. Setzt er dann noch einen Sprecher ein, der Witze erzählt für die, die sich in der Oper generell langweilen. Hast du eigentlich einen Lieblingssopranwitz? Was ist der Unterschied zwischen einem Sopran und einem Piranha? Lippenstift. Übrigens genau ihrem Temperament. Sie springt mit viel Anlauf von der Engelsburg. Bühnentechnisch spielt diese Szene gewisse Schwierigkeiten, denn obwohl es viel zu viele Sopranistinnen gibt, versucht man in der Regel, den Sturz der Tosca so abzufedern, dass sie in der nächsten Vorstellung wieder auftreten kann. Ja, noch immer, Tenöre sind wie Hausaufgaben. Irgendwie notwendig, aber es gibt besseren Zeitvertreib.